Angeblich hat jeder Deutsche in den letzten Wochen nur ein Begehren und einen Traum gehabt, dass sich endlich eine Regierung bilden würde. In Wirklichkeit ist die Regierungsbildung unter allen Umständen erfolgt, weil Angela Merkel ihre vierte Amtszeit haben möchte. Sie hat nämlich im Inneren den dringenden Wunsch, nicht nur mit Kohl, der in den Medien immer als ihr Ziehvater hingestellt wurde, gleichzuziehen, sondern ihn zu übertrumpfen. Ich bin fest überzeugt, obwohl die Medien ja davon reden, dass dies die letzte Legislaturperiode von Merkel sein würde. Sie selber hat ja schon uns angedroht, dass sie nicht in der Hälfte der Legislaturperiode einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin Platz machen wird, sondern dass sie bis zum Ende durchziehen wird. Ich bin überzeugt, wenn es der neu intronisierten Generalsekretärin Frau Kramp-Karrenbauer gelingen wird, die Partei zu stabilisieren und die Entfremdung, die sich zwischen Partei und der Parteivorsitzenden jetzt so deutlich manifestiert hat in der letzten Legislaturperiode, wenn es gelingt, das zuzuschütten, wird Merkel auch zum fünften Mal antreten. Denn nur dann hat sie Kohl getoppt. Vielleicht sollte ich noch etwas, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, zur Herkunft unserer Kanzlerin, im Augenblick noch geschäftsführenden Kanzlerin, aber bald wieder frisch gewählten Kanzlerin, erzählen. In den Medien wird ja immer über Merkel gerätselt und sehr viel Legenden verbreitet. Also wie kam es zu ihrem kometenhaften Aufstieg zur Macht? Merkel ist nach dem Mauerfall, als es ungefährlich wurde, losgezogen mit dem festen Willen, sich jetzt in der Politik zu betätigen. Und sie hat gesucht, in welcher neu gegründeten Partei sie Anschluss finden könnte. Sie war zuerst bei den Sozialdemokraten und hat dort aber eine Frau auf dem Podium erlebt. Angelika Barbe, die eine Bürgerrechtlerin, die in letzter Zeit vielleicht als Autorin im Cicero wieder eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Also Angelika Barbe saß auf dem Podium und Angela Merkel hat entschieden, in einer Partei, in der Angelika Barbe, also die ehemalige Bürgerrechtlerin ist, da will sie nicht sein. Und sie hat weitergesucht und ist dann beim demokratischen Aufbruch gelandet. Ich weiß nicht, ob Sie alle noch sich erinnern, was der demokratische Aufbruch war. Ja? Die Bürgerrechtsbewegung hat ja den entscheidenden, schlimmen Fehler gemacht, im Revolutionsherbst 1989 nicht eine Bürgerrechtspartei zu bilden, sondern sieben. Und ist ja dann auch entsprechend marginalisiert worden. Also der demokratische Aufbruch war eine Gründung von, die bekanntesten Leute waren Rainer Eppelmann, Wolfgang Schnur und Edelbert Richter, der hier in Naumburg an der Theologischen Hochschule Dozent war. Und im Grunde genommen war das eine Gründung, die passierte, weil Eppelmann und Schnur beleidigt waren, dass sie nicht zu den Erstunterzeichnern des neuen Forums oder den Erstgründern des neuen Forums gehörten und haben dann ihre eigene Partei gegründet. Angela Merkel kam dahin, wurde sofort die Pressesprecherin von Wolfgang Schnur aus dem Stand. Und das mag Zufall sein, ich glaube aber nicht aus Zufälle, weil Wolfgang Schnur, wer sich vielleicht erinnert, war der Vertrauensanwalt der evangelischen Kirche der DDR, ein enger Freund von Manfred Stolpe und ein enger Freund von
Kassner, dem Pfarrer Kassner, Angela Merkels Vater. Und deswegen mag ich nicht so an Zufälle glauben, dass die sich vorher nicht kannten und Angela Merkel dahin kam und dann nur aus reinem Zufall, dank ihrer Qualifizierung als Physikerin, sofort die Pressesprecherin wurde. Sei es wie es sei, sie wurde Pressesprecherin und im Volkskammerwahlkampf, also im Wahlkampf zur ersten und letzten freien Volkskammerwahl, wenn Sie sich erinnern, war am Anfang Wolfgang Schnur der Spitzenkandidat der Allianz für Deutschland, die gegründet wurde. Der Impuls, der Gründungsimpuls ging von der West-CDU aus, weil sich die Sozialdemokraten, die frisch gegründete SDP, wie sie am Anfang hieß, später hat sie sich dann in SPD umbenannt, die als Partnerpartei sich gesucht hat und dann mit voller Materialschlacht in den beginnenden Wahlkampf zur ersten und letzten freien Volkskammerwahl reingegangen ist. Da wurde die CDU unruhig und wollte sich nun auch eine Partnerin suchen. Zuerst war die Botin von Helmut Kohl, Rita Süssmuth, das war die damalige Bundestagspräsidentin, bei den Bürgerrechtsparteien und hat den Bürgerrechtsparteien insgesamt vorgeschlagen, ein Bündnis mit der CDU einzugehen. Die meisten haben das abgelehnt. Der kleinere Teil vom demokratischen Aufbruch mit Rainer Eppelmann und Angela Merkel und Wolfgang Schnur ist in dieses Bündnis gegangen. Es waren ganz wenige. Die Mehrheit sind bei Edelbert Richter, Schorlemmer und so weiter geblieben. Also das wurde dann die Allianz für Deutschland, ergänzt durch die Ost-CDU und die Bauernpartei. Ich sage das jetzt bloß nochmal, weil das ja schon weitgehend wieder vergessen ist. Wolfgang Schnur wurde der erste Spitzenkandidat der Allianz für Deutschland und der Wahlkampf drohte zum Desaster zu werden für diese Allianz, als im Wahlkampf rauskam, dass Wolfgang Schnur Stasi-IM war, Stasi-Spitze. Und er wurde dann ausgetauscht und der Ersatz war Lothar de Maizière. Lothar de Maizière, von Beruf aus Anwalt, ein enger Freund von Gysi, ein enger Freund von Manfred Stolpe, ein enger Freund von Wolfgang Schnur, einer der wenigen zugelassenen Anwälte in Hohenschönhausen, im Stasi-Knast Hohenschönhausen, der zentralen Untersuchungsanstalt der Staatssicherheit. Wie sich später nach der Stasi-Aktenöffnung herausgestellt hat, waren alle Anwälte, die in Hohenschönhausen zugelassen waren, Mitarbeiter der Staatssicherheit. Der bekannteste Vater von Gysi, aber auch Lothar de Maizière gehörte dazu und Wolfgang Schnur. Lothar de Maizière wurde Spitzenkandidat. Seine Stasi-Verstrickung kam dann nach der Vereinigung aufs Tapet. Da wurde Bundeskanzler Kohl noch bevor der Wahlkampf zum ersten gemeinsamen Bundestag begann, damit konfrontiert, dass Lothar de Maizière Stasi-IM war. Und er hat dann Folgendes gemacht. Er hat Lothar de Maizière zu sich bestellt, hat ihn damit konfrontiert und hat ihm folgenden Deal vorgeschlagen. Also, wenn er stillschweigend akzeptiert, dass er nicht Mitglied des Kabinetts Kohl werden kann nach der ersten gemeinsamen Bundestagswahl, dann bleibt er ein geachtetes Mitglied der Partei. Und Lothar de Maizière, also ich habe jetzt diese Geschichte von Kohl selber, ja, also die ist hundertprozentig wahr. Lothar de Maizière hat dann gesagt, er würde das akzeptieren, aber Kohl würde ja jemanden brauchen aus der DDR, also, oder aus der ehemaligen DDR für sein Kabinett und vielleicht sogar eine Frau. Und er hat Angela Merkel vorgeschlagen. Was mich stutzig gemacht hat, ist, dass Lothar de Maizière in allen Interviews, die er zu Angela Merkel gegeben hat,
immer behauptet hat, er hätte sie gar nicht gekannt. Sie wäre ihm irgendwann vorgestellt worden als Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs und deshalb hätte er sie dann auch zu seiner stellvertretenden Regierungssprecherin gemacht, als er Ministerpräsident der DDR war. Aber er hätte sie vorher nicht gekannt. Ich bin deshalb stutzig geworden, weil Lothar de Maizière einer der engsten Freunde von Angela Merkels Vater war. Und ich halte das für extrem unwahrscheinlich, dass man die Tochter eines seiner engsten Freunde nicht kennen soll. Noch dazu, wo sie sich häufig an den Runden, die ihr Vater, an den Gesprächsrunden, die ihr Vater organisiert hat, beteiligt hat. Gut, also Angela Merkel wurde auf Vorschlag von Lothar de Maizière Mitglied im ersten Kabinett Kohl nach der Vereinigung. Wegen ihr hat Kohl das damalige Ministerium für Jugend, Frauen und Gesundheit dreigeteilt. Also erst seit der Legislaturperiode 1990 bis 1994 haben wir überhaupt ein eigenständiges Gesundheitsministerium, ein eigenständiges Frauenministerium und so weiter. Sie wurde Frauenministerin und man hätte damals schon merken müssen, dass sie eigentlich gar nicht in die CDU passt. Denn sie hat als Frauenministerin eine ganz linke Gleichstellungspolitik betrieben und auch ein Gesetz durchgebracht, was eigentlich nicht aus der CDU oder aus der Union oder aus der damaligen Regierungskoalition kam, sondern aus der SPD. Aber sie galt als unauffällig, als ja, so als das graue Mäuschen im Kabinett Kohl. Und es wird dann später, deswegen erzähle ich das, es wird später nochmal interessant, deswegen sage ich das jetzt. Und der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe, der ja in der Legislaturperiode 90 bis 94 neben Wolfgang Schäuble als einer der Kronprinzen von Kohl galt, hat sie in seine Fittiche genommen, unter seine Fittiche genommen, so unter dem Motto, jetzt werde ich dem Mädel mal zeigen, wie Politik geht und so weiter. Im zweiten Kabinett Kohl nach der Vereinigung wurde Angela Merkel dann Umweltministerin. Das war eine gewisse Beförderung. Und als Umweltministerin hat sie sich auch wieder sofort an die Spitze der grünen Bewegung gestellt. Sie hat damals den Weltklimagipfel, der in Berlin stattfand, als Umweltministerin geleitet und hat damals die Versprechen abgegeben, und zwar so ähnlich wie sie die Grenze geöffnet hat, ja, hat sie als Umweltministerin die Versprechen gegeben der CO2-Reduzierung und der finanziellen Zusagen, an denen Deutschland heute noch zu knabbern hat. Das war der zweite Moment, wo man mehr hätte merken können, dass Angela Merkel überhaupt keine Unionspolitik macht oder die Politik der Koalition, sondern in diesem Falle die Politik der Grünen. Aber es blieb weitgehend unbeachtet. Kohl hat sich geärgert, hat aber entschieden, sich nicht gegen seine Umweltministerin zu stellen, weil er gemeint hat, das würde einen schlechten Eindruck auf sein Kabinett werfen. Dann kam die dritte Legislaturperiode und Sie wissen, ach nee, dann kam die Wahlniederlage von Helmut Kohl und in der dritten Legislaturperiode nach der Vereinigung, werden Sie sich erinnern, kam dann die Spendenaffäre aufs Tapet. Kohl, der sowieso angeschlagen war,
musste sich vollständig zurückziehen. Schäuble, der Fraktionsvorsitzende war, war auch Parteivorsitzender und hat den für ihn fatalen Entschluss gefasst, Angela Merkel zu seiner Generalsekretärin zu machen. Offensichtlich auch, weil er geglaubt hat, von der hätte er nichts zu befürchten. Und Sie wissen alle, wie Angela Merkel ihre Rolle und ihre Position als Generalsekretärin ausgenutzt hat. Sie hat damals, dann kam die Spendenaffäre von Schäuble aufs Tapet, wenn Sie sich erinnern. Das war diese komische Geschichte, dass der Schreiber, dieser, der halb Leipzig wieder aufgebaut hat, ihm einen Briefumschlag überreicht haben soll mit 100.000 Euro, die in Schäubles Schublade verschwanden. Also Schäuble war schwer angeschlagen und kämpfte in der Fraktion um sein Überleben. Ich war damals Mitglied der Fraktionsführung und werde diese Sitzung nie vergessen, die Sitzung der Fraktionsführung. Eigentlich war die Fraktionsführung mehrheitlich der Meinung, dass Schäuble nicht zurücktreten soll, nicht als Fraktionsvorsitzender und nicht als Parteichef. Und dann ging die Tür auf und es kam ein Bote von der Landesgruppe der Nordrhein-Westfalen, das war die größte Landesgruppe in der Fraktion. Die wurde damals von Norbert Lammert geleitet. Norbert Lammert war der Landesgruppenvorsitzende. Also der schickte einen reitenden Boten in die Fraktionsvorsitzende und befahl Schäuble in die Landesgruppe. Nach einer Weile kam Schäuble zurück und erklärte seinen Rücktritt von beiden Ämtern. Lammert wurde später unter Merkel Bundestagspräsident. Er erklärte, also völlig überraschend für uns alle, seinen Rücktritt von beiden Ämtern. Was der Lammert ihm gesagt hat, weiß man bis heute nicht. Und dann war große Hektik in Fraktion und Partei, denn plötzlich hatte man keinen Fraktionsvorsitzenden, keinen Parteivorsitzenden. Und in dieser Situation hat dann Volker Rühe die Initiative ergriffen, hat einen Rundruf gemacht und hat alle zusammengetrommelt, die er so für wichtig hielt, und hat auch Angela Merkel angerufen und hat ihr gesagt, also Angela, du musst da auch kommen unbedingt. Ne, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen dann jetzt bestimmen, wer Partei und Fraktion führt. Und dann hat sie zu ihm gesagt, Volker, mach dir keine Illusionen, das mache ich. Und zwar beides. Und so ist es gekommen. Völlig überraschend. Sie hat erst den Parteivorsitz übernommen. Schäuble ist es noch gelungen, als Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz zu lancieren. Das war die Interimslösung. Ne? Friedrich Merz war dann noch 2 Jahre Fraktionsvorsitzender. Und als dann der Kanzlerkandidat Kanzlerkandidat Stoiber die Wahl verloren hatte, dann war die große Frage, was passiert jetzt? Friedrich Merz hatte sich von Stoiber versprechen lassen, dass er Fraktionsvorsitzender bleibt, auch wenn Stoiber die Wahl verlieren sollte, was mich immer total erstaunt, wie er geglaubt haben kann, dass Stoiber nach einer verlorenen Wahl noch so viel Einfluss haben könnte. Es kam dann genau so, Angela Merkel griff auch auf den Fraktionsvorsitz zu und Friedrich Merz musste die Segel streichen. Er hat auch gar nicht versucht, eine Kampfkandidatur oder irgend sowas. Sie wurde dann also Partei- und Fraktionsvorsitzende. Als Oppositionsführerin, die sie damals war, war sie eine fast libertäre, hat sie fast libertäre Positionen vertreten. Sie hat sich die Merz'sche Steuerreform, Sie werden sich erinnern, das Stufenmodell, als Parteivorsitzende auf die Fahnen geschrieben, eine Gesundheitsreform, die sogenannte, die als Kopfprämie verunglimpft wurde, aber unser Gesundheitsproblem gelöst hätte, und eine Rentenreform. Sie ist also als Reformerin aufgetreten.
Das war ja auch damals die Zeit der Reformpolitik der rot-grünen Regierung. Und ich habe sie damals auch in vollster Überzeugung, muss ich zu meiner großen Schande gestehen, unterstützt. Ja, als ihre, ich habe sie schon unterstützt, als ihre ganze Boygroup, die sich später um sich, die sich später in die Position geschoben hat, noch in den Büschen saß, weil sie nicht wussten, wie der Machtkampf ausgeht, weil ich sie für eine Reformerin hielt. Und wenn man ihre Reden damals auf dem Leipziger Parteitag hört, dann muss man einfach zu diesem Schluss kommen. Im Übrigen war das eine Zeit, wo die CDU das letzte Mal zwischen 38% und 40% in den Umfragen hatte. Das war die Zeit, wo sie sich als Reformerin dargestellt hat. Und als Reformerin ging sie auch in den Wahlkampf. Sie hat aber diesen Wahlkampf verloren. Aus welchen Gründen auch immer, lasse ich mal dahingestellt, muss man jetzt auch nicht analysieren. Sie hat den verloren und wäre beinahe nicht Kanzlerin geworden. Sie werden sich erinnern, diese dramatische Situation, dass selbst dann in der Talkshow der Schröder noch gesagt hat, also wenn Sie glauben, dass Sie Kanzlerin werden, ne, dann täuschen Sie sich. Und er hatte sich getäuscht. Sie wurde dann doch Kanzlerin. Und ihre erste Amtshandlung war, dass sie sämtliche Wahlversprechen, die sie gemacht hatte, sofort versenkte. Und zwar nicht nur die, also wie zum Beispiel Gesundheitsreform oder Steuerreform, konträr zu den Ansichten der SPD standen. Also das hätte man ja noch verstehen können. Sie sind ja mit ganz unterschiedlichen Konzepten angetreten. Die SPD hat immer gegen diese Steuerreform Front gemacht und auch gegen die Kopfprämie. Das war damals ein ganz erbitterter Wahlkampf, falls Sie sich erinnern. Aber nein, auch in Dingen, wo sie das hätte tun können, hat sie es nicht gemacht. Zum Beispiel hat sie kam damals von der EU ein Gleichstellungsgesetz und dieses Gleichstellungsgesetz war so weitgehend, dieses Gleichstellungsgesetz wurde dann noch von einem Vorschlag der SPD weit übertroffen. Die wollten nämlich ein Verbandsklagerecht einführen, dass Verbände auch klagen dürfen, wenn kein einziger ihrer Mitglieder klagen will, ja, und so weiter. Und sie hat immer gesagt, wenn sie den ganzen Wahlkampf über, hat sie immer wieder gesagt, wenn sie Kanzlerin würde, würde nur die EU-Richtlinie 1:1 umgesetzt, mehr nicht. Das Erste, was sie getan hat, nachdem sie Kanzlerin wurde, dass nicht nur die EU-Richtlinie umgesetzt wurde, sondern ein SPD-Plus-Vorschlag mit einem erweiterten Verbandsklagerecht. Und damals gab es die CDU-Fraktion noch, da gab es noch Widerspruchsgeist und auch in der Partei. Und da hat sie sich den ersten Widerspruch und erfolgreichen Widerspruch eingefangen. Es gab nämlich eine kleine Rebellion in der Fraktion und sie musste das zurücknehmen und dann musste das und sie konnte nur das EU-Recht 1:1 umsetzen. Und wie sich herausstellte, konnte sie das tun, ohne dass die SPD die Regierung verlassen hat. Natürlich nicht. Ja, denn mit welcher Begründung hätte sie die Regierung verlassen sollen? Mit der Begründung, dass man EU-Recht 1:1 durchsetzt und man nicht damit einverstanden ist? Es ging nicht. Es war von Anfang an so. Sie hätte das von Anfang an so machen können. Aber sie musste erst von der Fraktion zurückgewiesen werden. Aber es ist auch später nie wieder passiert. Sie hat offensichtlich aus diesem Erlebnis, dass sie massiven Widerspruch gekriegt hat, ihre Lehren gezogen und hat von da an dafür gesorgt, dass jeder Widerspruch in der Fraktion erstickt wird. Und das hat sie ziemlich rigoros gemacht und darin hat sie auch einen sehr willigen und sehr effizienten Helfer gefunden in Volker Kauder, der eigentlich der Fraktionschef, als er Fraktionschef wurde, noch als Konservativer galt. Und zwar als konservativer Hardliner, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. War aber damals sein Ruf und es waren auch damals seine Positionen. Er hat sich voll hinter Merkel gestellt und hat mit wirklich
fast Brutalität die Merkel'schen Vorgaben in der Fraktion durchgesetzt. Also wer das noch wagte zu widersprechen, der wurde zu Kauder bestellt und dann wurde ihm eine Frage gestellt. Willst du wieder aufgestellt werden? Dann überleg dir, was du tust. Ja? Und das hat im Laufe der Zeit gewirkt. Und diese Zeit der Großen Koalition oder der ersten Großen Koalition hat sowieso alle Maßstäbe, die es im Bundestag gab, völlig verändert. Also ich bin 1990 in einen Bundestag gekommen, wo ich noch wirkliche Parlamentarier getroffen habe, die ihre Aufgabe ernst genommen haben. Denn die Aufgabe der Parlamentarier ist die Kontrolle der Regierung. Es ist nicht die Abnicken der Regierungsvorgaben, sondern die Kontrolle der Regierung. Unter der ersten großen Koalition wurde das dann üblich, dass die Vorlagen nur noch aus dem Kanzleramt kamen und die abgenickt wurden. Und als Zuckerli für die Abgeordneten ist die Anzahl der parlamentarischen Staatssekretäre hat sich verdreifacht. In der ersten Großen Koalition schon. Die hat sich verdreifacht, ja. Und es ist eine Fülle neuer Funktionen erfunden worden. Und die Reisen, die parlamentarischen Reisen, sind steil nach oben gegangen. Also die Parlamentarier konnten sich beschäftigen, die konnten ihre Trips durch die Welt machen, die konnten sich an ihren Posten und Pöstchen freuen, was sie nicht mehr gemacht haben. Seit der ersten Großen Koalition ist ihre Aufgabe nachzukommen, die Regierung zu kontrollieren. Das hat sich natürlich ausgewirkt. Das ist auch von den Wählern mehr oder weniger gespürt worden. Und deswegen ist ja dann bei der nächsten Wahl die FDP mit so einer hohen Prozentzahl in den Bundestag gewählt worden, weil man glaubte, dass die FDP dieser Misswirtschaft der ersten großen Koalition ein Ende machen würde. Was allerdings passierte, ist, dass es mit der FDP in der Regierung genauso weiterging. Auch da kamen die Vorlagen aus dem Kanzleramt, auch da wurden sie abgestimmt und die FDP hat nichts von ihren Wahlversprechen durchgesetzt, mit einer Ausnahme der Absenkung der Mehrwertsteuer für die Hoteliers, wofür sie sehr gescholten worden ist. Wobei ich habe ja diesen Wahlkampf noch mal mitgemacht, als Kandidatin in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Und ich weiß, dass alle Parteien, damals haben die Hoteliers furchtbaren Druck gemacht. Es gab ganz viele Briefe und Petitionen und so weiter. Und alle Parteien haben versprochen, dass sie das machen werden. Die FDP hat es dann nur wirklich gemacht und ist dann von allen anderen gescholten worden. Ja. So geht Politik. Aber sonst hat sie nicht viel zu vermelden gehabt, was man Guido Westerwelle als Außenminister und Vizekanzler zugutehalten kann, ist, dass er durchgesetzt hat gegen den Willen der Mainstream-Medien und der öffentlichen Meinungsmacher, dass er gegen den Krieg mit Libyen gestimmt hat. Ne? Er hat gesagt, also, dass Deutschland sich nicht daran beteiligt hat, an den Feldzug gegen Libyen. Die FDP ist dann auch abgewählt worden und es kam zur zweiten großen Koalition. Und da hat sich alles, was in der ersten großen Koalition sich schon angebahnt hat, noch verfestigt und verschlimmert. Und nur weil diese Situation dann so war, konnte Angela Merkel diese Entscheidungen aus dem Nichts treffen, die sie in dieser zweiten GroKo getroffen hat. Nämlich den Ausstieg aus der Atomenergie
aus der Atomenergie. Und der Hintergrund davon, kann ich Ihnen auch erzählen, war nicht Hiroshima, Quatsch, Fukushima, war nicht Fukushima und ihre angebliche Angst, dass Fukushima der Tsunami über Deutschland kommen könnte. Also dazu ist sie dann doch das zu sehr Physikerin, dass sie weiß, dass das nicht so war. Der Hintergrund ist folgender. Die schwarz-gelbe Regierung hatte ja am Anfang eine Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke beschlossen. Und das war für die Grünen unannehmbar. Und jetzt kann ich wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Anlässlich einer Party am Wannsee, auf der ich auch war, war der Büroleiter von Claudia Roth da. Und dann mitten in der Party sagte der zu mir, Frau Lengsfeld, können Sie mal mit mir an einen stillen Ort kommen? Ich muss unbedingt was mit Ihnen besprechen. Gut, ich war neugierig, was mir der Büroleiter von Claudia Roth zu sagen hätte. Und dann hat er mir sein Herz ausgeschüttet. Hat er gesagt, haben Sie immer noch so Kontakt zu Angela Merkel? Dann habe ich erstmal Pokerface aufgesetzt. Und dann redete er weiter und sagt, also Sie müssen der Merkel unbedingt sagen, das geht nicht. Wenn sie mit uns koalieren will, dann geht das nicht mit der Laufzeitverlängerung. Das geht nicht. Also wir begreifen zwar, die Parteiführung weiß, ihre Begründung war ja, mit der Laufzeitverlängerung will sie dann die Energiewende finanzieren. Ne? Mit dem Geld, was die Atomkraftwerke zahlen für die Laufzeitverlängerung, damit soll die Energiewende finanziert werden. Ja, wir begreifen das ja. Und das ist ja auch gar nicht so falsch. Aber unsere Kreisverbände werden uns das wegstimmen. Und das kriegen wir niemals durch in der Partei. Und dann gibt es keine schwarz-grüne Regierung. Und ich solle ihr das mal sagen. Ich habe es ihr nicht gesagt, aber irgendein anderer hat es ihr gesagt, dass es die Grünen nur machen würden, wenn diese Laufzeitverlängerung zurückgenommen wird. Und dann kam ihr Fukushima zu Hilfe. Und es war damals der erste, und zwar innerhalb von 2 Stunden, nachdem die Nachricht bei uns überhaupt angekommen war, war der damalige Umweltminister Röttgen derjenige, der gesagt hat, dass es da eine Kernschmelze gäbe. Ja? Und dann war die große Hysterie hier und diese Hysterie war dann die Grundlage für den Beschluss, ganz schnell aus der Atomenergie auszusteigen. Und sie hat dann dieses Hindernis, mit den Grünen koalieren zu können, en passant beseitigt. Und in der nächsten GroKo war es dann diese überfallartige Grenzöffnung, die sie im Alleingang durchgesetzt hat. Und da war das einfach so, dass sie das in einer Situation gemacht hat, wo alle Mainstream-Medien auf diesem Trip waren, alle diese Masseneinwanderung begrüßt haben und sie da überhaupt nichts zu befürchten hatte, dass da irgendjemand eine kritische Frage stellt. Die kritischen Fragen sind sehr viel später gestellt worden. Erstmal gab es die sogenannte Euphorie, die sich nach meiner Analyse auch relativ, also nicht zu einer Massen, nicht die Massen erfasste, sondern sehr punktuell war. Aber dann waren sie halt da und es sind unheimlich viele Deutsche, wahrscheinlich auch viele aus Sorge, wie man was aus so einer Masseneinwanderung hauptsächlich junger Männer werden würde, sind viele aktiv geworden, haben angefangen, Deutschunterricht zu geben, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, die bei den Behördengängen zu begleiten und zwar weit über die Flüchtlingshelfer-Szene hinaus und trotz aller Überstrapazierung und Überdehnung der Institutionen. Sie haben ja sicherlich alle noch diese Bilder vom Lageso in Berlin vor Augen. Ist es zwar ein Chaos gewesen, aber es ist nicht zur Katastrophe gekommen. Wenn es diese massenhafte Hilfe
von Leuten gegeben hätte, von einfachen Bürgern, die einfach losgegangen sind und damit angepackt haben, wäre das schon damals zur Katastrophe gekommen. Merkel hatte aber jetzt immer diese schwarz-grüne Perspektive im Blick. Die hatte sie auch schon als in der Wahl damals, als dann die schwarz-gelbe Regierung rauskam, wurde in den Medien immer behauptet, das wäre Merkels Wunschregierung gewesen. Ganz falsch. Ja? Sie hat die FDP nie in der Regierung gewollt. Sie musste es dann akzeptieren. Sie wollte damals schon schwarz-grün. Und sie wollte jetzt nach der Wahl auch nicht die GroKo weiterführen, sondern sie wollte schwarz-grün. Darauf war der ganze Wahlkampf ausgerichtet. Und wenn Sie sich mal das Wahlprogramm der CDU angeguckt hätten, dann wird das ganz deutlich, dass das auf eine schwarz-grüne Regierung ausgerichtet war. In der Einwanderungspolitik, in der Umweltpolitik, in der Frauenpolitik, in diesem ganzen Wahlprogramm ist eigentlich nichts mehr, außer ein paar rhetorische Nebensätze, nichts mehr von der ursprünglichen CDU drin. Es ist ein ganz schwarz-grünes oder grün-schwarzes Wahlprogramm. Und sie ist mit diesem Ziel, das mit den Grünen allein nicht gereicht hat, dann eben Jamaika, die ungeliebte FDP dabei, in die Verhandlungen gegangen. Und da hat sie sich verzockt. Sie hat geglaubt, die FDP so zu behandeln zu können, wie sie die Westerwelle-FDP behandelt hat. Und das ist schiefgegangen. Das ist auch deshalb schiefgegangen, weil vielleicht wäre Lindner auch noch eingeknickt, aber die Hauptsponsoren der FDP, denen das jetzt ganz gewaltig gegen den Strich geht, wie sich das in Deutschland entwickelt hat, die haben zu Lindner gesagt, also wenn du willst, dass wir die FDP weiter finanzieren, dann musst du jetzt standhaft, da darfst du nicht einknicken. Und da er von den wichtigen FDP-Anliegen nichts durchsetzen konnte oder kaum etwas, und Merkel hat geglaubt und die Grünen haben geglaubt, sie müssten da auf die FDP keine Rücksicht nehmen, hat Lindner die Jamaika-Verhandlungen platzen lassen. Merkel war davon völlig überrascht. Wir verdanken die Bestätigung dieser These Seehofer. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Vor 2 Tagen hat Seehofer den Medien erzählt, dass Merkel ihm nach dem Platzen der Jamaika-Verhandlungen zu ihm gesagt hätte, oh, die FDP will mich weghaben, ja? Die wollen mich weghaben. Also für sie kam das völlig überraschend und sie musste sich dann neu sortieren. Und Sie wissen ja jetzt alle, dass die SPD sich gleich nach der Wahl festgelegt hatte, nicht wieder in die GroKo zu gehen und das sogar mit 99,9%. Und dass das eine schwierige Sache werden würde. Und dass sie der SPD alle Zugeständnisse machen müsste, die die SPD haben wollte. Und so ist es ganz genau gekommen. Wenn man sich diesen Koalitionsvertrag anguckt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was auf Deutschland zukommt. Das werden katastrophale Jahre. Und ich bin persönlich nicht sicher, ob Deutschland das so verkraften kann, wie in der letzten Legislaturperiode die Politik. Denn wir haben das jetzt schon in der letzten Legislaturperiode begonnen, ganz maßgeblich die Aufweichung des Rechtsstaates. Ja? Und der Rechtsstaat ist ja die Garantie für Demokratie. Demokratie an sich
gibt es nicht ohne Rechtsstaat. Ne? Und wenn die rechtsstaatlichen, wenn der Rechtsstaat sozusagen geschwächt und aufgelöst wird, dann ist es auch mit der Demokratie am Ende. Und Sie wissen das ja alle noch, es wurden die Gesetze gebrochen. Das Asylgesetz ist einfach als Einwanderungsgesetz missbraucht worden. Es wird zwar immer versucht, so darzustellen, dass das alles Asylsuchende sind, sind es aber nicht. Ne? Von den 2016 hier angekommenen Asylbewerbern sind nur 0,3% anerkannt worden. 0,3%. Alle anderen sind entweder noch als Kriegsflüchtlinge nach der Genfer Konvention anerkannt worden oder kriegten den Duldungsstatus. Also das Asylgesetz wird missbraucht als Einwanderungs. Ach, hallo. In dieser Umgebung. Hallo. Das Asylgesetz ist missbraucht worden als Einwanderungsgesetz. Das Dublin-Einkommen ist gebrochen worden. Ja. Es ist den anderen europäischen Staaten zugemutet worden, dass sie die Quoten, die diktiert werden, erfüllen sollen. Und da hatten die natürlich keine Lust dazu. Es ist mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was verfassungswidrig ist, die Zensur wieder eingeführt worden, denn nichts anderes ist das. Ja, wir haben wieder eine Zensur. Und das kann man auch täglich erleben, weil angeblich geht es ja in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz darum, dass Hass und Hetze aus den sozialen Netzwerken verbannt werden sollen. In der Praxis zeigt sich aber, dass man hassen und hetzen kann, wenn man links ist. Das wird alles nicht gelöscht. Gelöscht wird nur das, was als rechts erklärt wird. Und das ist inzwischen, wie man am jüngsten Beispiel in der Diskussion von Uwe Tellkamp und Urs Grünbeiern am Donnerstagabend in Dresden sehen konnte, inzwischen wenn man ganz einfache Fragen oder ganz einfache Tatsachen aufzählt. Das ist inzwischen schon rechts. Also wer sich an der Realität orientiert und wer es wagt, über die Realität zu reden und nicht über die Illusionen oder den ideologischen Überbau über die Realität, ist inzwischen rechts. Also, und es wird streng nach diesen Vorgaben zensiert. Und was ich mit einigermaßen Entsetzen beobachtet habe, ist, vielleicht wer die Zustände in der DDR noch in Erinnerung hat und die Staatssicherheit, jeder Stasi-Führungsoffizier musste seine IM mühsam an sich binden. Der musste die bei Laune halten, der musste die bezahlen, der musste die mit Zigaretten und Kaffee bewirten. Und auch mal Seelsorger spielen und mit Verpflichtungserklärungen verpflichten und so weiter. Heute braucht man das alles gar nicht mehr. Wir haben eine ganze freiwillige Spitzeltruppe im Netz inzwischen. Und die Anführerin dieser Spitzeltruppe ist Annetta Kahane, eine ehemalige inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit. Das ist also. Und das geht heute bis dahin, dass diese Truppenteile auch dafür sorgen, dass jemand seinen Job verliert. Also in jüngster Zeit ist es Don Alfonso so gegangen. Das ist, wer ihn nicht kennt, das ist ein Mitarbeiter der FAZ Online gewesen, der zwei Blogs gehabt hat. Und zwar beide Blogs sind die zahlenmäßig am größten. Also die größten Blogs gewesen, die FAZ hatte. Ja. Und da gab es ganz offensichtlich, angeführt von Grünen in diesem Falle, eine Truppe im Internet, die massiv Druck auf die FAZ-Leitung ausgeübt hat,
Don Alfonso zu schassen. Und als er dann geschasst wurde, haben die im Netz gejubelt: Ja, das zeigt, dass es erfolgreich ist, auf die Herausgeber Druck auszuüben. Und jetzt müssen wir die anderen Fälle bearbeiten. Also die haben noch mehrere Fälle in Kescher, wo sie Leute fertig machen wollen. Und das ist ein unglaublicher Zustand, vor allen Dingen, weil das alles völlig frei, die arbeiten alle im eigenen Auftrag, völlig frei. Und der wahre Denunziantenstaat war gar nicht die DDR, das sind wir jetzt. Das sind wir jetzt und das ist das Ergebnis der Merkel-Jahre. Das ist das eine. Völlig in den Hintergrund getreten in der öffentlichen Debatte ist eigentlich diese Euro-Krise. Aber die ist ja nicht gelöst. Das wird zwar ständig behauptet und in den Mainstream-Medien wird ja auch behauptet, die Flüchtlingskrise wäre gelöst. Die Flüchtlingskrise beginnt gerade erst. Ja? Und die Euro-Krise ist nur in den Hintergrund getreten. Und wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag anguckt, dann findet man, dass beide Krisen mit diesem Koalitionsvertrag, wenn der denn umgesetzt wird, befeuert werden. Denn der nächste Schritt, den Merkel machen will, also wir, haben Sie ja vielleicht gemerkt, also dass sie den Plan von Macron für Europa, der kurz gesagt beinhaltet, dass die nordeuropäischen Staaten die südeuropäischen Staaten finanzieren sollen, dass sie den unterstützen will. Und sie, im Koalitionsvertrag steht nicht nur, dass sie dem Macron-Plan Geld zur Verfügung stellen wollen, sie haben auch, glaube, als einziges Land erklärt, sie werden für den Ausfall, den die Briten, also den Geldausfall, den die Briten durch ihren Ausdruck verursachen, kompensieren mit noch mehr Geld. Und sie werden noch mehr Geld in diverse europäische Projekte stecken. Wenn man das, also da werden ja vorsichtshalber gar keine Zahlen genannt, aber wenn man sich anguckt, dann weiß man, dass es, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Das ist das eine. Das andere, was ja in der, die größte Rolle gespielt hat im Wahlkampf, diese Einwanderungsfrage. Da wurde ja dann der Öffentlichkeit weisgemacht, die Union mit der CSU an der Spitze würde um Obergrenzen kämpfen. Diese Obergrenze 200.000 ist sowieso schon sehr heftig, wenn sie denn eingehalten werden würde. Das stimmt aber alles gar nicht. Wenn man sich den Koalitionsvertrag anguckt, dann sieht man, da steht drin, dass der Familiennachzug, ich weiß es nicht, also die von Resettlement and Relocation, also vor dem Wahlkampf hat noch niemand was von Resettlement and Relocation gehört, plötzlich erscheint auf Seite 63 im CDU-Wahlprogramm: Unsere humanitären Verpflichtungen aus Resettlement and Relocation müssen wir erfüllen. Dann habe ich mir gefragt, was ist denn das? Inzwischen weiß ich es, das ist ein Europaprogramm, ja, der systematischen Umsiedlung von Menschen nach Deutschland aus anderen Ländern. Aber plötzlich tauchte das auf und Leute, die dann mal ihre Abgeordneten gefragt haben im Wahlkampf, sagen Sie mal, was ist denn da auf Seite 63, Resettlement und Relocation? Haben alle, die gesprochen haben und die mir das berichtet haben, gesagt, die wussten es gar nicht. Die wussten gar nicht, dass das drinsteht und die wussten nicht, was das ist. Ja? Also, aber Resettlement und Relocation steht jetzt wieder im Koalitionsvertrag. Also, diese 200.000 Obergrenze, das ist Resettlement, Relocation, Familiennachzug. Aber dann steht drin, die Asylbegehren bleiben davon unberührt.
Das heißt also, die Einwanderung via Asylgesetz geht unbegrenzt, ungebremst weiter. Und das ist ja, der Coup ist ja nicht ganz gelungen, weil es dieses Mal Journalisten gab, die das aufgedeckt haben und die das hinterfragt haben. Aufdecken musste man gar nichts. Man musste bloß auf diese Stelle zeigen und musste sagen, was ist denn das? Das ist ja überhaupt gar keine Obergrenze. Aber die meisten Medien, also Stefan Aust hat das gemacht, der war der Erste, der da gesagt hat, hier, das ist eine Irreführung der Öffentlichkeit. Aber Sie wissen ja, dass fast alle Mainstream-Medien die frohe Botschaft, dass die Union angeblich oder CSU an erster Stelle angeblich diese Obergrenze durchgesetzt hätte. Das haben die nur gemacht, weil sie wissen, dass alles andere von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert worden wäre. Und jetzt macht man es durch die Hintertür. Und diese Geschichten durch die Hintertür laufen schon eine ganze Weile. Also es wird über den Familiennachzug der subsidiär Geduldeten gesprochen. Das sind eigentlich Leute, die haben keinen Asylantrag, also keine Aussicht auf Asyl. Die sind nur zeitweilig hier geduldet. Warum müssen die ihre Familien nachholen? Ja, es ist überhaupt nicht logisch, aber die Familien sollen nachgeholt werden. Aber über den Familiennachzug, der schon längst passiert, nämlich alle, die einen Asylantrag erfolgreich durchgekriegt haben, dürfen ihre Familien nachholen. Die Rede ist von Kernfamilien, ja? Von Kernfamilien. Es gibt aber Fälle, Imad Karim, falls Sie von dem mal gehört haben, ist ein Mann aus dem Libanon, der Deutschland sehr liebt, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt und der Deutschland sehr liebt und jetzt mit Entsetzen zusieht, wie dieses Land zerstört wird. Der hat mir zwei Beispiele erzählt. Ein Beispiel von einer Ankerperson, also einem jungen Mann, der 28 Leute Kernfamilie nachgeholt hat, einschließlich der 87-jährigen Großmutter, 28, einer. Und das zweite war sogar ein Cousin von ihnen, Familien im Libanon oder in der arabischen Welt sind ja immer sehr weit, sehr groß, was wir uns alles gar nicht mehr vorstellen können. Ein entfernter Cousin ist nach Deutschland gekommen, er hat ihn vom Flughafen abgeholt. Und das Erste, was sein Cousin gemacht hat, der hat auf den Boden gespuckt. Und da hat Karim zu ihm gesagt, sag mal, warum machst denn du das jetzt hier? Bist du nicht froh, dass du jetzt in Deutschland bist? Und hat er gesagt, nee, ich hasse die Deutschen. Die Deutschen wollen unsere Kinder, aber die werden unsere Kinder nicht kriegen. Das sind zwei Beispiele, aber es gibt ja in der Presse genug Beispiele, also wir haben ja inzwischen aus der Presse entnehmen können, dass um des Kindeswohls willen auch Zweit- und Drittfrauen inzwischen nach Deutschland geholt werden. Das ist dann die Kernfamilie. Und das ist auch wieder ein Gesetzesbruch. Sie wissen, dass alle Bigamie ist und bei uns verboten. Kinderehen sind bei uns verboten, aber dann wird die Diskussion vom Zaun gebrochen, ob das nicht ausnahmsweise zum Schutz ausgerechnet, zum Schutz der Ehefrau nicht doch erlaubt werden sollte. Aber dieser Familiennachzug läuft völlig hinter dem Rücken der Gesellschaft, denn die müssen keinen Asylantrag mehr stellen, die tauchen in keiner Statistik mehr auf. Ja? Die tauchen in keiner Statistik mehr auf. Und wenn das Wirklichkeit wird, was im Koalitionsvertrag steht, dann können wir uns auf die nächste Masseneinwanderung vorbereiten oder der entgegensehen. Denn die wird natürlich nicht so stattfinden wie 2015 mit den langen Marschkolonnen von Flüchtlingen, sondern die werden über die Fernbusse, über die Flugzeuge und so weiter kommen, möglichst hinter dem Rücken der Gesellschaft. Aber die Frage ist,
wie lange unser Sozialsystem das noch aushält. Das ist ja eigentlich eine einfache Rechenaufgabe. Und jetzt haben die Sozialverbände auch noch eine Erhöhung der Zuwendungen an die Flüchtlinge gefordert. Das kann nur passieren, weil es sich offensichtlich um Leute handelt, die überhaupt nicht mal minimale Kenntnisse über wirtschaftliche Abläufe haben, sondern tatsächlich so das Gefühl haben, der Strom kommt aus der Steckdose, das Geld kommt aus der Gelddruckmaschine und man muss die Gelddruckmaschine nur am Laufen halten und dann wird das schon alles gut. Es wird nichts gut. Ja. Und wer wissen will, was Deutschland bevorsteht, der müsste sich informieren, was inzwischen in Schweden los ist. Darüber reden ja unsere Medien auch nicht. In Schweden herrschen in Teilen des Landes bürgerkriegsähnliche Zustände. In Schweden wird jetzt überlegt, also die haben ja übrigens schon die Grenze zugemacht, ne? Die haben im Augenblick null Einwanderung. Also nicht, weil sie es nicht gerne möchten, die Politiker, sondern weil es wirklich nicht mehr geht. Das wurde ja bei uns auch nicht berichtet. Aber die haben massive Probleme und massive bürgerkriegsähnliche Zustände in einigen Landesteilen. Und das werden wir auch kriegen. Schlaglichtartig wurde das klar, als in Berlin ein anonymer Polizist über die Zustände an der Berliner Polizeiakademie berichtet hat. Und man dann am Ende zugeben musste, dass die Berliner Polizeiakademie schon von arabischen Clans unterwandert worden ist. Und dass die sich das zur Angewohnheit gemacht haben, ein paar Söhne aus den kriminellen Aktivitäten rauszuhalten und zur Polizei zu schicken. Es gibt inzwischen, die Zahlen werden ja nicht rausgegeben, aber was ich gehört habe, schon ein Viertel Muslime in der Bundeswehr. Sie werden ja mitgekriegt haben, dass jetzt gefordert wird, man soll auch Imame in die Bundeswehr schicken. Wir haben schon also wie gesagt, die offiziellen Zahlen gibt es da nicht. Was ich gehört habe, ein Viertel sind schon muslimische Soldaten in der Bundeswehr. Ob die nun wirklich alle verfassungstreu sind oder nur so verfassungstreu wie die Polizisten in der Berliner Polizeiakademie, die sich dort schon so stark fühlten, dass sie meinten, sie müssten überhaupt die Regeln nicht mehr befolgen. Das lasse ich mal dahingestellt sein. Und das kommt noch dazu, zu allen anderen Miseren, die es in der Bundeswehr gibt, denn das war eine Politik von Ursula von der Leyen, gezielt Muslime für die Bundeswehr anzuwerben. Und es war Politik des Innenministeriums, gezielt Muslime für die Polizei anzuwerben. Und es ist Politik auch für die Bundespolizei, also den ehemaligen Grenzschutz, Muslime anzuwerben. Und damit man die überhaupt kriegt, sind sowohl in der Polizeiakademie als auch in der Bundespolizei, als auch in der Bundeswehr die Aufnahmekriterien gesenkt worden. Weil sich nämlich herausstellte, dass die muslimischen Kandidaten die Aufnahmekriterien sehr selten erfüllen. Also hat man die Aufnahmekriterien gesenkt. Und wo das am Ende hinführt, kann sich eigentlich jeder, der noch seinen Verstand beisammen hat, selber ausrechnen. Und wie lange diese systematische Aufweichung ein Staat aushält, darüber gibt es leider keine Erfahrungswerte. Und worum es sich bei dieser ganzen Angelegenheit handelt, das hat ja in aller vielleicht Naivität oder aller Chuspe kürzlich ein Harvard-Professor in den Tagesthemen ausgeplaudert. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, dieser Jascha Munk,
Professor in Harvard, also ist ein Deutscher mit polnischem Hintergrund. Seine Eltern sind in den 70er Jahren nach Deutschland emigriert. Er ist in Deutschland geboren, ist hier aufgewachsen, ist dann zum Studium in die USA gegangen, ist jetzt Harvard-Professor. Und der hat kürzlich in den Tagesthemen ein Interview gegeben und hat davon gesprochen, wörtlich, dass wir ein Experiment durchführen, eine monoethnische in eine multiethnische Gesellschaft zu verwandeln. Und nun kann man ja vielleicht noch meinen, vielleicht hat er nicht gewusst, was er sagt, vielleicht war das ein Versprecher, vielleicht war er so aufgeregt, in den Tagesthemen ein Interview zu geben und dann ist ihm irgendwas Falsches rausgerutscht. Nein, das gleiche Statement hat er auch schon 1,5 Jahre vorher im Spiegel abgelassen in einem Interview. Da hat man es schwarz auf weiß und da weiß man, dass das nicht aus Versehen war, sondern dass er das wirklich so meint. Und auch noch im Handelsblatt. Also wir haben es sowohl mündlich als auch schriftlich. Und dann fragt man sich natürlich, hallo, welches Experiment? Wer hat dieses Experiment beschlossen? Und wer hat jemals gefragt, ob wir dieses Experiment wollen? Aber der Hintergrund ist, dass es ja diesen UN Migration Contract gibt. Ja? Den gibt es seit einigen Jahren. Und der Hintergrund für diesen UN Migration Contract ist, dass unter dem Deckmantel, dass Europa ja aussterben würde, dort beschlossen ist, 60 Millionen Menschen aus hauptsächlich Afrika nach Europa umzusiedeln. Diesen Vertrag haben alle unterschrieben, auch Deutschland. Und in der EU existieren die entsprechenden Durchführungsgesetze. Und die haben auch alle EU-Mitglieder unterschrieben, wahrscheinlich, also auch die Visegrad-Staaten, wahrscheinlich, weil sie es gar nicht richtig gemerkt haben, was sie da eigentlich unterschrieben haben, denn es war eine ganze Zeit lang nur eigentlich eher Theorie. Dass das nicht nur Theorie ist, sondern jetzt uns praktisch überrollt, das ist ja erst seit 2015 klar. Und wenn Sie mal dem UNO-Generalsekretär, den alten und den neuen, genau zugehört haben, dann wird diese Zahl 60 Millionen auch immer wieder genannt. Man warnt vor 60 Millionen Flüchtlingen, ja, immer wieder. Und das ist genau die Zahl, die in diesem Migration Contract steht. Merkel, die ja gerne UNO-Generalsekretärin geworden wäre, hat damals, ja, sie ist dann damals, Hat sie noch einmal gefragt? ja, das war ja gut vorbereitet, ne? Erst hat Bild vorgeschlagen, dass sie den Friedensnobelpreis kriegen soll. Und hat diese Kampagne geführt. Das ist ja dann nicht, hat ja dann nicht geklappt. Da hat ja ausnahmsweise mal das Nobelpreiskomitee nicht funktioniert, sondern hat eine Bürgerrechtlerin aus Pakistan stattdessen den Nobelpreis gegeben. Also dass das nicht, das sollte die Vorstufe sein. Dann ist sie zur UN gefahren und hat, unsere Medien haben darüber kaum berichtet, auch wieder den Beitrag Deutschlands für die UN erhöht, auch aus eigener, ohne jemanden zu fragen, am Parlament vorbei, gesagt, also in Zukunft zahlt Deutschland nicht mehr 0,7%, sondern 1% oder ja, für das Volkseinkommens an die UNO. Aber sie ist ja nicht UNO-Generalsekretärin geworden, weil sie offensichtlich immer noch nicht mitgeschnitten hat, dass man gerne das deutsche Geld nimmt, aber dass die Leute Deutschland nicht so gerne mögen. Ja, besonders seit der Eurokrise. Und sie ist es nicht geworden. Ob sie jetzt die Nachfolgerin von Juncker wird, das müssen wir abwarten.
Das ist Ihre nächste Ausweichmöglichkeit. Wenn das auch nicht klappt, werden wir Sie bis zur nächsten Legislaturperiode, also bis die volle Legislaturperiode behalten. Und das habe ich gesagt, sie wird dann auch nochmal antreten. Letzter Punkt, warum ist diese GroKo der GAU? Nicht nur, dass ein Koalitionsvertrag beschlossen wurde, der unfinanzierbar ist, eigentlich unfinanzierbar ist und Deutschland in größte Schwierigkeiten bringen wird. Im Übrigen vielleicht noch mal ein Wort zu diesen Koalitionsverträgen. Das ist ja auch eine neue Sache. Es gab keine Koalitionsverträge, solange in den Regierungen Kohl. Ja, sowas gab es vorher gar nicht. Sondern gab es so Abmachungen zwischen den beiden Parteien, was willst du, was will ich? Und dann hat man immer, so wie es eigentlich sein müsste, aus der Situation heraus entschieden. Diese Koalitionsverträge gibt es erst seit der ersten GroKo. Und das sind Verträge, die beide Parteien dermaßen festlegen, dass mit diesen Verträgen schon das Parlament von vornherein ausgeschlossen ist. Ja? Und dann wird ja jetzt immer davon geredet, man müsste diese Verträge abarbeiten. Und das heißt, wer sagt, man muss diese Verträge abarbeiten, sagt, wir wollen das Parlament draußen behalten. Weil die so eng gestrickt sind, ich meine, Sie wissen ja, das ist ja schon mehrere hundert Seiten inzwischen, und die Festlegungen gehen bis ins Detail. Wie gesagt, das ist die erste Neuerung und das ist die sozusagen das Instrument, der Koalitionsvertrag ist der Instrument, mit dem das Parlament ausgeschaltet wird. Und wenn man den Koalitionsvertrag dann mit Leben erfüllt oder durchführt, heißt das, man will an den politischen Entscheidungen das Parlament nicht wirklich beteiligen. Also das ist das eine. Und das andere, diese Regierung. Diese Regierung ist eine Regierung der Inkompetenz. Also das ist jetzt nicht die erste Regierung, die nur besetzt wird nach Parteikriterien. Also welcher Landesverband hat Anspruch auf was, ne? Aber ich habe noch Regierungen kennengelernt, als ich im Bundestag war, wo die Mehrzahl der Ressorts mit Ministern besetzt waren, die wirklich auch Ahnung hatten von dem Fach, also von dem Ressort, dem sie vorstehen. Ja? Und jetzt, wenn man das durchdekliniert, dieses vierte Kabinett Merkel, dann hat bis auf die Barley, wie heißt sie mit Vornamen? Barley, die jetzt Justizministerin wird und die Juristin ist. Keiner irgendeine Kompetenz auf dem Gebiet, was er vertritt. Ja? Also, wenn man es mal durchdekliniert, Altmaier als Wirtschaftsminister ist jetzt noch, wäre die am wenigsten schlimme Nummer, wenn der stillhalten würde und würde die Wirtschaft machen lassen. Weil die Wirtschaft organisiert sich selbst am besten, wenn der politische Druck am geringsten ist. Man weiß aber nicht, ob Altmaier stillhalten wird, aber Kommt auf die Schlachtplatten an. ja, wahrscheinlich. Aber nein, seinen Weinkeller muss man füllen. Also gut, keine Ahnung von Wirtschaft. Jens Spahn, der jetzt Gesundheitsminister wird, hat zwar im Gesundheitsausschuss gearbeitet, eine Legislaturperiode, hat sich aber vor allen Dingen einen Namen gemacht als Pharmalobbyist. Ja, und ob man als Pharmalobbyist so der richtige Gesundheitsminister ist, kann man auch bezweifeln. Julia Klöckner hat als Winzerstochter wenigstens von einem Teilgebiet der Landwirtschaft noch ein bisschen Ahnung, aber auch ansonsten nicht. Also über Ursula von der Leyen haben wir schon gesprochen. Das ist der größte Skandal, dass diese Frau weitermachen darf, nachdem sie die Bundeswehr sowas von runtergewirtschaftet hat.
und wo klar ist, dass die und demoralisiert. Da, ja, und dass das Vertrauensverhältnis auch völlig gestört ist. Ja. Ja? Also die darf weitermachen. Das ist ein wirklicher Skandal. Die Bildungsministerin für Bildung und Forschung, naja, was hat Merkel gesagt? Aber sie wird ein großes Herz für die Forschung haben. Vielleicht hat sie ein großes Herz, Ahnung hat sie überhaupt nicht. Von Bildung vielleicht noch ein bisschen, weil sie ja Mutter ist und ihre Kinder auf die Schule schicken musste. Aber von Forschung, was eigentlich das Zukunftsthema für Deutschland ist, ja? Was übrigens gerade dabei ist, seine wichtigsten Forschungszweige ins Ausland zu vertreiben. Von Forschung hat sie überhaupt keine Ahnung. Und ihr erster Auftritt, wo sie gesagt hat, ja, sie wird ganz viele Fragen stellen. Naja, ja, hoffentlich stellt sie den Richtigen die Fragen und hört sich auch, und kriegt auch die richtigen Antworten. Aber es ist das erste Mal, dass ein Kabinett aufgestellt wird, wo, und dann auch auf der Seite der SPD ist das genauso. Und die Höchststrafe ist tatsächlich Heiko Maas als Außenminister. Ja, im Grunde genommen gibt es, also, oder der einzige Grund, weswegen dieses Kabinett zustande gekommen ist, ist, dass Merkel unbedingt ihre vierte Amtsperiode haben wollte. Und leider ist es so, dass aller Widerstand daran gescheitert ist. Also in der SPD, das wurde ja immer so gesagt, die sind dabei, sich zu zerlegen. Aber das ist ja wenigstens noch eine Partei, wo die Basis nochmal aufgemuckt hat und gesagt hat, so ging es nicht. Man kann nicht den Parteivorsitz in Gutsherrenart vergeben. Also was der Schulz vorhatte, ne? Dass einfach der Nahles zuschieben und die Basis gesagt hat, nee, das ist aber gegen unser Statut und so geht das nicht. Also in der CDU gibt es so einen Widerspruch nicht mehr. Da gibt es überhaupt nichts mehr. Ja? Da gibt es 27 Aufrechte, die gegen diesen Koalitionsvertrag gestimmt haben. Aber das reicht nun nicht aus. Und hinterher zu sagen, aber hallo, auf der Abstimmungsliste oder auf diesem Abstimmungszettel gab es ja gar keine Enthaltung. Naja, also wenn man nicht mal den Mut hat, das auf dem Parteitag zu thematisieren, dann kann man sich hinterher auch sparen, eigentlich damit zum Spiegel zu rennen. Ja? Also es gibt diese CDU, der ich noch beigetreten bin, 1996, die wir beide noch kennen, wir haben beide mal kaputt, die ja. Gibt es heute nicht mehr. Nein. Die ist absolut perdu und das ist erstaunlich, und damit will ich dann am Ende, weil das eine Frau geschafft hat, oder nein, das ist die Konsequenz dessen, dass die CDU eine Parteivorsitzende hat seit 17 Jahren, die CDU immer gehasst hat. Also Angela Merkel, von Angela Merkel sind mehrere Sätze überliefert. Wer es nachlesen will, da kann ich immer nur das Buch von Ewald König, Merkels Welt zur Wendezeit, empfehlen. Da steht das alles drin. Merkel wollte nie in die CDU, also sie hat die CDU gehasst, sie wollte nicht in die CDU, sie ist dann durch den demokratischen Aufbruch und de Maizière mit reingekommen. Aber sie hat diese Partei nie gemocht und sie hat sich offensichtlich vorgenommen, wenn sie dann schon da reingeht, wie Lenin, ja? Daraus eine Partei zu machen für ihre Politik. Und es ist ihr gelungen, das muss man sagen. Es ist ihr gelungen. Gegen alle Andenpakte und Friedrich Merz und alle, die schon vergessen sind, gegen die, eine Frau gegen die ganze Männerklicke, sie hat das geschafft. Und die Partei, die gibt es eigentlich nicht mehr, die gibt es dem Namen nach noch. Die gibt es nicht mehr. Und das Tragische daran ist, die CDU,
Der CDU ist das Erfolgsmodell alte Bundesrepublik zu verdanken. Der CDU ist zu verdanken, dass die aus den Trümmern der Nazi-Diktatur eine jahrelang intakte und gut funktionierende Demokratie entstanden ist. Und die Frage ist, was, wenn es diese CDU oder diese Union nicht mehr gibt? Denn die gleichen Prozesse, die ich beschrieben habe, treffen jetzt auch auf die CDU, CSU zu. Das wäre aber ein extra Vortrag. Wenn es diese Partei nicht mehr gibt, die das Erfolgsmodell Bundesrepublik maßgeblich geprägt hat, was wird dann aus der Bundesrepublik? Und wir haben alle allen Grund, wirklich besorgt zu sein. Danke.